Ich bin hier in Medjugorje, in der Nähe, gerade neben der Kirche. Und wie heißt du? Bianca. Bianca, woher kommst du? Ich komme aus der Nähe von Ulm, aber noch in Bayern. Und ich studiere gerade in Eichstätt Grundschullehramt. Oh, wow. Und bist du das erste Mal in Medjugorje? Nee, ich war schon über 20 Mal in Medjugorje. Also als ich 4 Jahre alt war, haben mich meine Eltern das erste Mal mitgenommen. Mhm. Und seitdem bin ich jedes Jahr mindestens einmal eigentlich wieder hingefahren. Jetzt die letzten Jahre eher so 3-4 Mal. Wow, warum? Ja, weil ich hier Gott erfahren habe ganz oft und weil ich oft dann auch mit Pilgergruppen hierher fahre und es denen weitergeben will. Mhm. Und was hast du Besonderes persönlich in Medjugorje erlebt und erfahren? Sehr viel. Also ich habe voll oft einfach tiefen Frieden gespürt, besonders in der Anbetung oder auch so Erlebnisse, dass ich, keine Ahnung, mal zum Beispiel einfach meine Hände irgendwie hochheben musste, weil ich einfach so innerlich so dieses, ja, das einfach gespürt habe. Und auch gemerkt habe, wie Gott wirkt und wie ich meine Hände gar nicht mehr runternehmen kann, weil einfach so ein Frieden dabei war, so eine Liebe, so eine Kraft. Mhm. Und was würdest du Menschen sagen, die Medjugorje vielleicht nicht kennen? Was ist so besonders hier? Ja, der Friede. Die Mutter Gottes ist da, mhm, und jeder, der hierher kommt, erfährt sie auf irgendeine Art und Weise, früher oder später. Wow. Danke für dieses wunderschöne Interview. Gerne.